So. Was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt denn irgendeine Nebenmission? Ja, nein, Gummibaum. Nein. Wir haben nicht mal eine Hauptmission. Cool. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Da oben wohnt er? In dem kleinen Häuschen? So, bescheidener Bürgermeister. Guck mal. Ist ja mein Badezimmer größer. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Das heißt? Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Was gibt's bei dir? Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Mit dem Handy. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams melden. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Tall, 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 I wanna be tall, 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 as high as a wall, 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 as high as a wall, wall, wall. Sorry, es war einfach stärker als ich. Eigentlich hier volle Kanne im toten Winkel lang. Okay. Da muss ich wohl offensichtlich auf dem Weg da noch. Scheiße. Finde das nächste Sicherheitsmodul. Lass mich raten, das ist jetzt dann irgendwo hier? Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Ja, die Steuerung ist hundsmiserabel. Wieso ist das, wenn ich an der Wand krabbel, eine Tanksteuerung? Ah. Ah. Oh, verpiss dich mal da.
alle Sable-Teams. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay, nur noch zwei Module. Achtung, an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Da ist es. Du sollst das Ding hacken. Arschloch, warum hackst du es nicht? Verdammt, jetzt ist doch ein Subsystem offline. Die Tasten 5 und 6 mal belegt. Überprüf den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul? Das letzte. Warum muss er denn da mit dem Penis drauf hocken? Du sollst das Ding hacken und nicht bumsen. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein, hier sind nur wir Spinnen. Ja, okay, der Penis wird von manchen als Universalschlüssel anerkannt. Aber bei sowas, nein, da funktioniert er nicht. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Wann brüllt er laut? Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Jackpot! GR-27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Trisomie. Oder man programmiert es so, dass es gegen spezielle Gene vorgeht und zerstört dann die Erbketten. Zum Beispiel sowas wie gewisse Hautfarben. Zuzutrauen wär's den Amis. Ich dachte, du liest das vor. Nein, tust du nicht. Also, die schlechte Nachricht. Virale Lieferung des Mechanismus ist inkorrekt zu den Immunsystemen der Ziele. Die infizierten Subjekte sind hoch ansteckend.
ein Objekt ist exposed. Vermisst? Abgehauen? Irgendwie sowas. Oder hat überlebt? Okay, 7 Tage später waren alle 40 Subjekte verstorben. Gruselig. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Ein infiziertes Subjekt könnte eine globale Epidemie auslösen. Der Spitzname von dem Gebräu ist Teufelsatem, laut dem technischen Labor da. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Sollen wir mit der Entwicklung weitermachen? Mr. Osborn glaubt, dass die Ziele das Risiko wert sind. Und man muss auf jeden Fall Diskretion bewahren. Wenn das irgendwie rauskommt, ist das ein Public Relation Albtraum. Öffentlichkeits-Dingsbums Albtraum. Und könnte ganz Oscorp zu Fall bringen. Mitigate Risiko von Exposure, weiß ich jetzt gerade nicht. Dr. Michaels soll weiter ein Exemplar, das eine Exemplar bei sich die ganze Zeit tragen. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Aber du, oder was? Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ach was. Ich muss zum Central Park. Wieso das? Alle Einheiten. Officer von Maskierten festgenagelt. Verfügbare Officer, bitte zum Theaterviertel. Sind wir hier bei den Kreuzigungen oder was? Ha, Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Wo bist du, MJ? Mist. 15 Minuten vorher. Da bist du gerade mal aus dem Gebäude gekommen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Na, wenigstens wird das Ende hier schon gespoilert. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Ob sie das wohl schafft? Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Gegner mit grüner Kontur sind Ablenkungsobjekte. Er kam auf die brillante Idee, Strom an Zäune anzulegen. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt!
sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Alles Einbildung. Ich muss ihn von der Treppe wegbekommen. Aha, das hat ja hervorragend funktioniert. Der hört gar nichts, die Taubenuss. Also müssen wir das hier hinwerfen. Was ist das? Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Ich muss ein Foto davon machen. Da ist so eindeutig Sir Patrick Stewart. Und ganz alt. Hab's. Weiter jetzt. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Und kommst du hier runter? Standish ist sicher, Ma'am. Schaltet auch den Funk ab. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Gut gemacht. Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Achso, ich muss hier hin. Okay. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sie bringen ihn weg. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. Moment! Ach, wenn man hier entdeckt wird, ist es schlecht. Man darf erst später entdeckt werden. Verstehe. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Das hat der Typ auch nicht gesehen, wie ich da gerade lang bin. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald wir befehlen. Wieder so hinten rum. Okay. Beim Generator ist der Sicherung durchgebrannt. Moment! Bitte nicht wieder von vorne hier. Doch! Nochmal von hier. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Könnt ihr echt einen Kaffee brauchen? Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt. Moment! Warum denn? Warum hat denn jetzt die Ablenkung nicht funktioniert? Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Setze Patrouille fort. So, also erstmal muss der andere davon rechts hier rüberkommen. Ist der Konvoi bereit?
Muss er dann mit ihm quatschen? Gut gemacht. Sie bringen ihn weg. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance. So, dann hier. Okay. Ein Generator ist der Sicherung durchgebrannt. Gleich los. Eine gute Deckung. Hä? Wer fährt gleich weg? Los, los, los. Geschafft. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Hallo? Wer ist da? Moment! Was soll ich denn da sonst machen? Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Schickt noch zwei Einheiten. Er hat die einzige Probe des Teufelsatems bei sich. Ich will keine Pandemie auslösen. Ach so, jetzt muss ich wieder... Setze Patrouille fort. Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf Patrouille. Sieht wichtig aus. Sichere Orte... Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Muss hier weg. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Könntest du dich mal umdrehen? Aber wieso dreht der Idiot sich nicht weg? Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich ausdrückt. So, wenn man hier drücken muss. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Los jetzt. Na los, na los. Setze Patrouille fort. Ich muss also vorne rum durchs Zelt. Und hinten geht's nicht. Wie uncool. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Setze Sektorüberprüfung fort. Los jetzt. Na los. Okay, dann müssen wir das mal vielleicht dahin werfen. Jetzt.
Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen Sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zur Hölle? Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv keine von Sable. Nein. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Haha, verkackt. Das wird sie dir ewig vorhalten. Tja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Ja, das hast du ganz sauber verkackt. Ach, Peter, wenn du eins ganz hervorragend kannst, dann lieber das Verhältnis mit MJ verkacken. Hey, okay, noch etwas. Tut mir leid, Charlie. Du schlägst den K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie. Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte. Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter, daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter, gut gemacht, du Superheld. Solange sie dich nicht Mr. Parker nennt. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Da hinten ein bisschen rumkacken? Muss ich erst den Anzug ausziehen. Das stinkt sonst so. Apropos, hattest du nicht ganz am Anfang, beim ersten Teil des ersten Parts, den Auftrag, dass du... Oh, hier gibt's ja Nebenmissionen. Ui. Dass du deinen Anzug waschen solltest? Was ist denn aus dem Plan geworden? Hast du da extra so eine Haftnotiz da irgendwo ran gemacht? Na, wurscht. Finden wir vielleicht noch raus. Auf jeden Fall nicht mehr in diesem Video. Also, bis gleich.